Sissi. Franz. Sissi. So kennen wir unseren Franzl und seine Sissi. Für alle, die auf den historischen Spuren von Franz Josef und Elisabeth wandeln wollen, haben wir drei Reisetipps und ein paar Skurrilitäten. Fangen wir in Bad Ischl an. Ob der berühmte Cotillon in der Kaiservilla, im Seeauer Haus oder doch nur im Film stattgefunden hat, man weiß es nicht. Fakt ist, Franz Josef sollte sich hier 1853 eigentlich mit seiner Cousine Helene verloben. Zum Missfallen seiner Mutter warf er jedoch ein Auge auf deren jüngere Schwester Elisabeth. Was will der Franz mit diesem Fratz? Soll die gute Erzherzogin Sophie gesagt haben. Bad Ischl blieb auch lange danach ein beliebter Zufluchtsort. Hier konnte Franz seiner Jagdleidenschaft nachgehen. Zwar munkelt man, dass oft ein anderer schoss, doch am Ende traf natürlich stets der Kaiser. Zelebriert wurde die große Liebe in Wien. Franz und die erst 16-jährige Sissi gaben sich 1854 in der Wiener Augustinerkirche das Jawort. Natürlich sah die Braut fantastisch aus. Wie fantastisch? Das weiß keiner. Denn die Hochzeit fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das einzige Überbleibsel des Brautkleids, ein paar Silberstickereien, kann man heute in der Wiener Hofburg bewundern. Und zwar auf einem Priestermantel. Denn gemäß der Tradition ging das Brautkleid in den Besitz der Basilika Maria Tafel über und wurde dort zum Messgewand umgenäht. Kurios. Zwar war Wien offizieller Regierungssitz des Kaiserpaars, aber Sissi zog es in die weite Welt. Besonders Ungarn hatte es ihr angetan. Oder war es etwa Graf Andrassy? Darüber kann man nur spekulieren. Sagen wir, Sissi eroberte mit ihrem Charme die Herzen vieler Ungarn. So wurden Sissi und Franz 1867 zum Königspaar gekrönt. Als Geschenk gab es das Schloss Gödelö bei Budapest, das insbesondere Sissi eine neue Heimat fernab des strengen Hofzeremoniells bot. Und nun schließen wir unseren bescheidenen Reiseguide mit den Worten des Kaisers. Es war uns ein Volksfest. Thank you.